Und da sind wir da bei Tales of Xillia beim letzten Mal weiterhin durch den Final X Dungeon. Ja, ich sehe es schon. Wir dürfen einen weiteren Kampfverbündeten machen. Die Gegner haben schon auf uns gelauert. Während ich hier den Part beendet habe, haben die schon dort gewartet, dass ich da ankomme. Hey, ihr habt mir gerade meine Verbundattacke weggenommen. Hat irgendjemand von uns ein Element an seiner Waffe? Die haben anscheinend irgendeine Okay, sie haben keine Abwehr, wir haben die Abwehr. Okay, dann einfach draufhauen. So, einfach mal schnell mit Demon Fist aktivieren. Na, komm, irgendwas treffen wir doch. Ah, da geht doch. So. Irgendwas treffe ich immer. Wieso hatte ich gerade den Vogel an? Wieso? Ich dachte, ich hätte die Krabbe vor mir noch gehabt. Okay. Na dann. Wow. Wie viel hier wieder treffen? Wie viel ich da wieder treffe? Den Gendermörder vorne möchte ich mal gerne aufs Maul hauen. Ja. Ich habe schon fast getroffen. Ja, jetzt habe ich getroffen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe anscheinend ein Feuerelement auf meiner. Ach, wahrscheinlich wieder durch Leia. Das kann gut sein. So. Machen wir uns mal ein bisschen boosten. Und so ein Flame Shield macht ja auch guten Schaden. Und wieso nicht mehr Angriff haben, als man ohnehin schon hat. So, und hier nochmal einen Boost. Und eins davon. Und ja, mittlerweile läuft das hier super. Selbst wenn es Kampfverbündete sind. Man muss nur die richtigen Attacken einsetzen. Und vor allem sich einmal boosten, um noch mehr Schaden zu machen. Wenn das Ding nicht gerade blocken würde. Ah, perfekt. So, einfach draufhauen. Wow. Sehr schön. Schöne Attacke. Libavios Erz. Wie viel gibt das denn? Alter. Also, wir haben hier so Wassergelee, Phönixschwanz und die Barbius-Erz, ne? Die anderen sind eigentlich auch ganz gut, aber gerade die. Die hauen wirklich rein. So, dann hier nochmal ein bisschen mehr Angriffe. Miller. Kriegst die Ersatzbank. Kriegst du eine Ersatzbank. Hier, Herr Miller, du hast eine Ersatzbank. So, und wir brauchen wieder was zu essen. So, für zwei Kämpfe nochmal. So. Ja, zumindest sind jetzt beide Gegner weg. Drachenasche, jetzt habe ich nicht geguckt. Wie viel? Alter! What? 7000! Gott! Ich möchte hier wieder raus. Ich möchte meine Läden aufwerten. Und ich möchte schöne Sachen kaufen. Hier oben ist ein Laden. Stimmt, da gab es ja was. Das habe ich ja ganz vergessen. Und Speicherpunkt. Ich möchte speichern. Wobei, Moment, ich speichere gleich, wenn ich dem... Ja, ich speichere jetzt einfach mal und gleich nochmal. Hui, ich habe gerade vergessen, dass es hier Läden gibt und Speicherpunkte. Wie nett. Oh, und eine Truhe nochmal. Aus Eisenkraut. So, was ist hier? Riss, Prüfen. So. Ah, aber kein Itemladen, natürlich. Aber ein Lebensmittelhändler, das ist sehr schön. So, das können wir dann so schönes erweitern. Schauen wir mal ein bisschen durch. Ja, das und das. Level 91. Jo. Oh, ein paar neue Waffen. Okay, da in den Rüstungsladen. Nimm das und das. Na, wobei das Hader heilt. Doch, ja doch. Level 92. Ein Blitzschutz, okay. Der Lebensmittelhändler kann das und das haben. Kriegt ja wahrscheinlich auch noch ein paar Rabatte. Der Objektladen. Was haben wir denn hier alles?
Ach ja, das ganze Wassergelee. Alter, wie viele Punkte das bringt. Oh, Omega Elixir hat Rabatt bekommen. Das finde ich sehr gut. So, und du kannst das und das haben. Alter. 93. Süßes Symbol und roter Umhang kann man jetzt kaufen. Und die haben halt alle noch Rabatte bekommen. Cluster Reißzahn. Schöne Waffe. Lindwurmstab und edles Horn. Das ist ein Einhorn. Was haben wir hier? Rüstungsladen. Den Blitzschutz haben wir jetzt neu. Boah. Okay, gekauft. Wenn ich gerade sehe, was mir das alles einbringt. An Resistenzen. Dann auf jeden Fall gekauft. So, hier haben wir das mystische Symbol neu und den roten Umhang. Ah, der macht auf der einen Seite Resistenz und auf der anderen Seite Schwäche. Lieber nicht. Wir können Amulette kaufen? Was? Jetzt sag mir nur, dass wir auch bald Kronos Symbols kaufen können und, Oh, wow. Das ist geil. So, Lebensmittelhändler. Dup, 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 dup. So, davon jeweils ein und dann von dem EXP-Food. Dup, 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 dup. So, was ist das hier? Oh, auch nochmal EXP. Achso, ja stimmt, ich habe ja auch eins von denen benutzt. So, jetzt haben wir die auch wieder voll. Was ist das? Prüfen. Kannst du mit deiner Welt zurückkehren? Weißt du, ich kann vielleicht nicht wieder hier zurückkommen. Moment. Da ich ja sowieso nochmal raus möchte... Einfach mal, um im Itemladen ein paar Sachen einzukaufen. Werde ich das jetzt auch mal kurz nutzen. Und schauen, wie genau ich jetzt rausfliege. Ja, komm. Ja, ich möchte zurückkehren. Ich denke mal, das ist einfach nur damit gemeint. Ja. Ich denke mal, damit ist einfach gemeint, ich kann nicht genau an der Stelle, wo ich gerade rausgegangen bin, wieder zurück. Ich kann aber schon wieder zurück ins Magnus Zero, weil das wäre ein bisschen doof, wenn ich da jetzt nicht mehr hin könnte. Kann ich einfach direkt? Ja. Na, nehmen wir mal nicht maximale Zahl. Weil ansonsten kann ich ja keine mehr bekommen. So. Na. Tränke des Lebens. Ganz viele. Omega-Elixiere. So. Nochmal 10 Stück. So. Wir haben jetzt gerade eine Menge Geld ausgegeben. Aber das war auch nötig. So, kann ich jetzt sogar direkt zu Magnus Zero? Ist der hier irgendwo? Ich hätte das als Verlies irgendwo getippt, aber... Oh, Moment. Feld der Westregion. Ah, okay, ich kann direkt hier hin. Okay, dann lass mich nochmal kurz speichern. Deswegen war das auch vorher ausgegraut, bevor ich, dahin gegangen bin. Macht Sinn. Wo wir gerade dabei sind. Ich kann mir auch eben mal die neuen Waffen holen. Je mehr Waffen, desto besser. Ich bin eigentlich mit meinen Waffen zufrieden. Nee, wir lassen's. Visible Marsh zum Magnus Zero. So, jetzt möchte ich mal kurz gucken, wenn ich hier nochmal reingehe. Wo lande ich? Lande ich wieder in Fenmont? Ich lande wieder in Fenmont und alle Schätze sind wieder da. Das ist sehr schön. Dann sammeln wir nochmal eben alles ein. Gruselige Gefühle, die hätten wir beim letzten Mal noch nicht gehabt. Moment, die ganzen Suchpunkte sind dann wieder da. Sind auch die Schätze resettet? Ne, die Schätze sind nicht resettet. Okay. Ja, verzauberte Dorn in so einem Dornbusch. Macht Sinn. Dann nehmen wir diesmal den anderen Weg. Wir haben schwarze Federn. Stimmt, die könnte ich auch mal wieder abgeben. Vielleicht können wir dann so langsam mal die Quest beenden. Nehmen wir mal den anderen Weg und schauen uns mal hier ein bisschen um. Aha. So landen wir also hier unten. Ja, an dir komme ich anscheinend nicht anders vorbei. Ich hätte mich vielleicht mal heilen können. Oh, wir sind alle fast komplett geheilt. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Und wir sind geheilt. Alles in Ordnung. Aber das ist echt sehr schön. Jetzt habe ich sogar noch eine bessere Blitz. Also, ne, nicht eine Windabwehr. Die habe ich ja jetzt quasi weggelegt, dadurch, dass ich mir jetzt die neue Rüstung geholt habe. Was für eine Abwehr habe ich denn jetzt genau? Da, Wind, Feuer und Licht. Und dann nochmal durch die Effekte von den Fähigkeiten nochmal ein bisschen.
So, und Bobs. Also ich muss sagen, Jude hat gerade echt ein paar sehr schöne Resistenzen. Sehr gut. Hör mal auf, hier rum zu casten. Au! Hey, wieso bin ich nicht mehr verbunden mit ihr? Ich würde jetzt auch gerne wissen, warum ich gerade nicht mehr verbunden war mit Miller. Okay. So, weg mit dir. Huch, jetzt habe ich plötzlich auf das andere Monster gezielt. So, bumm. Und weg. 12.000 nochmal. Sehr schön. Und wieder das Wassergelee bekommen. Oh yeah. So, jetzt können wir uns mal hier unten noch ein bisschen umschauen. Und da oben auch. Da wir ja nicht durch die Türen gehen können. So, lass mich mal vorbei. Da der Teleport unten ist, gehen wir zuerst nach oben. Hilfe. Hier ist nichts. Da vorne ist wieder was. Gruselige Fühler sind auch ein paar Punkte wert. Okay, das war's hier oben schon. Jetzt lauert der uns da vorne schon. Einfach weg von ihm. Haben wir zumindest ein Gebiet. Ne, zwei Gebiete. Also, was? Also Sandwich. Also Fenmont haben wir jetzt quasi komplett... Ah, da brauchen wir das noch was. Komplett erkundet hier den Lubari-Kessel. Wie ist der so? Drachenasche. Oh, wieder was Schönes. Alter, von wie weit, wo weit hast du mich bitte gesehen? Ich glaube, Lubari-Kessel hieß das hier. Den haben wir jetzt auch dann quasi damit komplett. So, bloß nicht da reinlaufen. Ja, stattdessen lauf ich in den Gegner rein. Na gut. Perfekter Verbündeter ist sogar hier Dingens Miller. So, then let's go. Vor allem jetzt, wo gerade ganz viele Gegner hier sind. Na, hätte besser treffen können. Demon Fist! Demon Fist? Ist Demon Fist nicht meine normale? Meine erste Attacke? Wow! Fast alle einfach tot. So. Moment, wie heißt der Attacke eigentlich? Oder wie nennt er sie? Oh, Demon Fist, also. Und sie heißt? Vernichtende Dämonenfaust. Okay, also vernichten heißt also auf Englisch. Oh, so wie ich das gerade verstanden habe. Yay, und wieder zwei Level-Ups. Also ich würde an sich sogar sehr gerne Level 80 erreichen, bevor ich beim Boss bin, weil ich meine, der Boss selbst ist auch Level 80. Und ich möchte zumindest ebenbürtig, wenn nicht von den Fähigkeiten, dann zumindest vom Level sein. So, Ersatzbank-KP. Und in diese Richtung weiter. Weil das wäre echt praktisch. So, hier haben wir sonst nichts. Da haben wir nichts drin. Und da ist, glaube ich, auch nichts. Okay, dann auf ins nächste Gebiet. Oh, wir landen auch wieder hier. Okay. Das heißt, man landet immer in den gleichen Gebieten, nur auf unterschiedlichen Wegen. Hm. Okay. Ich hätte eher gedacht, dass es wie in Vesperia sein wird, dass man... Ja, dass es quasi mehrere Wege gibt, die sich so ein bisschen auftrennen und dann wieder zusammenkommen. Hm. Na gut, dann nehmen wir halt jetzt mal immer genau den anderen Weg, den wir beim letzten Mal genommen haben. Das heißt, wir gehen diesmal hier lang. Ist hier mal wieder was dran? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt wieder im Wald sein, oder? Ach nee, die Halle kam zuerst. Oh, was habe ich hier für einen Weg genommen? Ich glaube, den hinten am Eingang. Oder Richtung Gaius. Habe ich den genommen? Nee, den da hinten habe ich genommen, Richtung Gaius. Stimmt, das war ja noch... Das war der Weg, wo direkt links daneben ein Suchpunkt war. Und das ist hier, ne? Hier ist der Suchpunkt, genau. Jetzt nehmen wir diesmal den anderen Weg. Wieder ein bisschen Drachenasche. Sehr schön.
Davon ist noch einer Suchpunkt. Noch einer Suchpunkt. So, habe ich da hinten noch was glitzern sehen? Nee. Okay, dann nehmen wir mal diesmal. Komm, nehmen wir mal wieder den Gegner mit. Haben ja so wenig gekämpft in letzter Zeit. So. Ja, das war gut getroffen. Zumindest hat der finale Schlag getroffen. So. Diesmal vielleicht. Ist echt cool, wenn man mit ihren Elementargeistern auch Verbundarzt machen könnte. Einfach mal, keine Ahnung. Jude legt sich auf Reed an und schießt dann einfach mal so dick Feuer herum. Und ich mir denke, er fühlt so quasi für Jude. Undini für Rowan. Sylph für Leia. Und Gnome für Elvin? Ich hätte nur Elise gerade nichts. Oh, wir sind ja... Ups, das habe ich gar nicht gemerkt. Dass wir schon wieder Überschreitung sind. Oh, und ich habe vergessen, was zu essen reinzuschmeißen. Jo, ich denke mal, wir nehmen erstmal jetzt die wieder 50-50, damit wir auch ein bisschen Geld bekommen wieder. Weil wir haben schon wieder fast 600.000. Wow, jetzt müssen wir im Wald sein, oder? Ja. Und keine Gegner hier. Ui. Sind da hinten Gegner? Ja, ich glaube, die ignorieren wir mal da hinten und gehen einfach direkt hier hoch. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder dort, wo wir vorher rausgegangen sind. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen diesmal auch ein bisschen weiter. Ich kann ja trotzdem nur eben schnell die Läden aufwerten. Mit dem bisschen, was wir haben. Haben wir hier irgendwas? Ja, perfekt. Level 86 für ein Objektladen. Haben wir hier irgendwas? Ja, ein bisschen Libavius-Erz. Haben wir hier noch ein bisschen was? Nein. Für den Zubehörladen? Nein. Für den Lebensmittelhändler? Ja. Verzauberte Dornen eine Menge. Die Prinzessin möchte ich ja nicht weggeben. Holla! Da hat aber eine Menge Objektrabatte bekommen. Okay. Speichern wir hier nochmal. Und schauen mal, was uns hinter diesem bösen Tor noch erwartet. Ich glaube, wir bekommen sogar noch einen zweiten Speicherpunkt, bevor wir dann irgendwann mal zum Boss kommen. So, hinter mir ist nichts. Muss ich auch jetzt immer erst schauen. Okay, da hinten ist ein Ausgang. Gehen wir einmal. Hoppala. Die Richtung. Wow. Wie viel habe ich bekommen? 6, Alter. 6 Phönixschwänze. Uiuiui. Okay, hier haben wir auch nichts. Hier haben wir nichts. Ja, vielleicht finden wir auf dem Rückweg ja noch ein paar Sachen. So, hier haben wir ein bisschen was. Götterholz. Ah, ist auch ein bisschen was wert. Götterholz gab es auch schon in Tales of Vesperia, meine ich. War das sogar eines der ersten Items, die man so da bekommen kann. So. Und Zerstörungsbeißer. Und runter mit dir. Und wieder hoch mit dir. So. Wie ist die Attacke eigentlich? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ich setze sie so oft ein und dann gucke ich nicht mal, wie sie heißt. Na gut, das war Lightning Strike. Ach, zerreißender Aufschlag. Orange Impact? Irgendwie sowas. Ah, schade, ich dachte, ich würde es noch zusammenbekommen. Okay. So. Na, schade. Ah, verdammt, jetzt habe ich vergessen. Ja, ganz vergessen, Mystic Art einzusetzen. So. Oh, mal schauen, was uns hier noch alles erwarten wird. Außer unendlich viele Gegner. So, Level Up für Leia. Und noch mehr Wassergelee. Horn des Einhorns. Das klingt doch auch nach einem sehr seltenen Item. Na gut, 4400 Punkte sind aber auch was. So, dann einmal dahin. Und einmal dahin. Wie Level sind wir jetzt? 76 bis 77. Oh, und Rowan hängt sogar noch ein kleines bisschen hinterher. Der Arme. So, dann einmal in die andere Richtung. Nochmal alles abgrasen.
Schade, dass immer nur die gleichen vier Gegner hier drin sind. Der Mondkäfer auch ganz okay. Ein paar mehr Gegner hätten eigentlich gar nicht mal so gestört. Keine Ahnung, so dass sich alle jetzt ab den neuen Gebieten quasi nach dem Speicherpunkt. Oh, ein paar Wasser des Lebens. Dass jetzt ab den neuen Gebieten nach dem Speicherpunkt vielleicht auch mal die Gegner geändert hätten, wäre auch cool gewesen. Wenn ich bedenke, why, wie war das eigentlich jetzt in Vesperia mit dem Final X Dungeon? Gab es da so viele unterschiedliche Gegner? Ja, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Götterholz, okay. Götterholz, okay. So, da sehe ich gerade nichts mehr glitzern. Das heißt, wir gehen hier weiter. Da sehe ich nichts glitzern. Moment. Nein. Ich hätte was gesehen. Und weiter. So, naja, nicht so ganz. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach geradeaus weiter. Hat mich jetzt echt der Gegner da hinter der Wand gesehen? Anscheinend schon. Krass. Dass mich die Gegner jetzt sogar durch Wände schon sehen. Laufen wir erstmal außen rum und danach gehen wir mal in die Höhlen rein. Ich sehe schon, da vorne ist schon wieder ein Ausgang. Die sehen mich echt verdammt früh, die Gegner. Das wundert mich gerade so ein bisschen. So, hier nochmal 10.000. Galt. Hi, Gegner. 6 Gegner sind das, wenn ich das gerade gesehen habe. So, und los geht's. Torrent Impact, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal Gnome. Was ist denn das Element? Für welchen Gegner denn? Nee, ich nicht. Wer hat eine Finsternisschwäche? Okay. Ich habe Finsternis-Element. Warum auch nicht? Leia wird schon irgendwas dabei gedacht haben, dass sie mir die Finsternis auf die Hände gibt. So. Na gut. Bringt alles nichts hier. Wir sind viel zu weit weg. Aber dafür haben wir gerade eine Menge Gegner getroffen. Ist nur etwas schade, dass ich mit den meisten Mystic Guards immer leider nur einen Gegner treffen kann. Ich würde gern sehr viel mehr damit treffen. So, jetzt hast du mir Erde, glaube ich, gegeben. Oder Feuer. Also Leia kann sich auch nicht entscheiden, was sie mir hier geben möchte. Ich überlege, die einzigen, die auch mehrere Gegner treffen können. Also so wirklich über Großes. Ich glaube, das ist nur Rowan, oder? Alle anderen treffen eigentlich nur den Gegner, auf den sie gerade gezielt sind. Würde ich sagen. Hm. Schon ein bisschen schade. So, Elise. Du bekommst mehr Geschicklichkeit. Und noch mehr Geschicklichkeit. Rowan, du bekommst mehr Psyche. Und mehr KP. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hey, wir haben einen Gegner. Hört das Spiel ja doch ab und zu ein bisschen auf mich. Lizita. So, geht doch. Ich will mir nicht alles abblocken. Ja gut, der Block gibt's gar nicht. Der ist da nur ein bisschen geblockt. Haben wir gerade einen Orangengummi geklaut? Ja, ich muss sagen, diese Elementargeister sind echt praktisch. Wenn vor allem Befreed hier einfach mal alles aufräumt hinter mir, während ich vorne den Gegner kaputt kloppe. Ja, wir treffen schon fast. So, da jetzt. Okay, gut, dadurch, dass ich besiegt habe, sind wir eh direkt auf den nächsten gegangen. Ich dachte, das würde jetzt ins Leere gehen. So. Los, steh auf. Und weg. Einfach mal mittendrin abgebrochen. Wir sind fertig. Wir müssen nicht. 4 Spezial, was? Hui. So, mehr FP. Ich glaube, wenn wir eine neue Ding jetzt erreichen, dann werde ich erstmal
Ja. Eine neue Lilium Orb Erweiterung erreichen. Da hätte ich erstmal wieder ein bisschen durch die Fertigkeiten gucken, was wir da alles hinzupacken können. 4 Spezial. Uiuiui. Schön, schön. So, ein paar Ananas-Gummi. Ja, mittlerweile haben wir ja aber genug. So, wollen wir mal durch die Höhlen gucken. Wobei ich mich eigentlich mal kurz gerne irgendwo hier in Sicherheit stellen möchte, damit ich den Part beenden kann. Kann ich da eigentlich rein? Bringt das denn was? Ja! Okay, wir dürfen hier beim nächsten Mal dann doch noch ein bisschen genauer umgucken. Aber gut, wir haben jetzt wenigstens eine Stelle, wo wir sicher beenden können. Gut, dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!